So, Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück bei Secret of Evermore. Ja, wir sind hier wieder zurück auf diesem komischen Markt. Ja, wo jetzt alle zu dieser Kundgebung sind. Ach, dieses Huhn hier, das schwänzt ein bisschen. Aber ja, dennoch, dieses auch hier, ihr Hühner, ihr schwänzt einfach. Wir gehen jetzt einfach mal eigentlich nur zurück und gucken uns die Kundgebung an. Und schauen, um was es sich da überhaupt mal handelt. Ach, wir gehen von alleine, okay. Ach, das sind die ganzen Witzfiguren. Heil dir, großer, mächtiger Hundegott! Zu Ehren des heiligen Hundes wird in der Arena eine Kampfveranstaltung stattfinden. Ach du Scheiße. Der Gegner des Vollstreckers wird von Heiligen Hund selbst ausgewählt. Kiso! Wähle Heiliger Hund! Wähle den Gegner des Vollstreckers! Kiso, der kommt ja eh schon zu uns. Kiso, da bist du ja! Kiso, bist du es? Wuff! Bist du der Heilige Hund? Oh Gott, behüte! Das ist ja albern. Ja, das denke ich mir auch. Der heilige Hund hat gewählt. Erwin bringt den Herausforderer in die Arena. Oh Gott, da kommt der Affe. Ich bin Erwin. Du kommst mit mir. Oh Gott. Ich krieg das Kotzen, wenn ich den sehe. Wo sind wir? Oh Gott. Du wartest hier, Erwin wartet draußen. Ja, schön. So dürfte niemand verletzt werden. Was? Jedenfalls nicht, bevor Vigo da ist. Vigor, ich hasse ihn. Der Typ hat einen komischen Humor, der hat keinen Humor, der hat nicht mal ein Hirn, sondern nur Muskelmasse. Sei gegrüßt, Fremder, ich bin Kalonius, der Berater des neuen Herrschers. Du bist hässlich. Hi, ich bin X-Rack. Aber irgendwas läuft hier schief. Ich bin nämlich gar kein Gladiator. Aber du wurdest ausgewählt. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Kämpfe! So sei es. Ich verlasse dich nun und bereite dich vor. Diese Tür wird sich hinter mir schließen. Wenn sie sich wieder öffnet, ist deine Stunde gekommen. Ja, wir speichern hier auf jeden Fall. So. Ja. Y. Kisu, dann wenigstens habe ich mein Kisu wieder. So. Hey. Wirklich gut, Kisu. Jetzt hast du mich wieder in Schwierigkeiten gebracht oder sowas. Normalerweise würde ich jetzt vor dem Fernseher sitzen und mir Wrestling anschauen. Stattdessen muss ich selbst kämpfen. Das ist uncool. Ja, wir kennen Kisu. Ja. Kisu, immer Kisu, alles Kisu. Können wir dieses Kleid anziehen? Welches Kleid? Irgendwie diesen Panzer. Ja, können wir. Ah, 19. Okay, 19 und zu 12 ist ein Riesenunterschied. Gut. Was gibt es hier noch? Kiso, such. Shaka. Du musst suchen. Suchen. Blatt gefunden. Okay, hier oben. Nee, was ist hier rechts? Was ist hier? Es ist dunkel, aber ich guck hier schnell. Kiso, was hast du da? Ich will sehen, was hier ist. Oh! Guckt euch das an. Feuerfetisch gefunden. Was? Feuerfetisch? Was ist Feuerfetisch? Beutel. Ah, in meinem Beutel kann ich ganze Zutaten sehen. Kisu. Zauberperle gefunden. Wachs gefunden. Was? Normal Wachs gefunden. Was ist hier? Zauberperle gefunden. Blecheimer gefunden. Wozu brauche ich einen Blecheimer? Kann ich mir den auf den Kopf setzen? Wartet, kann ich mir den auf den Kopf setzen? Kann ich mir den auf den Kopf setzen? Was ist das denn hier? Schlangenarmband, Bronzeklaue. Feuerfetisch. Geil, 26? Das ist doch Shaka. 17, Bronzeklaue. Warum habe ich mir das nicht angezogen? Kann ich nicht beides anziehen? Nein. Okay, nur eins. Naja, gut. Ha, Blecheimer. Tatsächlich, ich kann mir den auf den Kopf aufsetzen. Geil. Gibt's noch etwas? Nee. Okay, gut. Okay, gut.
Das hier, okay, gut, gut. Ich hab's gecheckt, gut. Blecheimer gefunden, Schaka. Gut, alles hier aufgesammelt, nehme ich mal an. Und was ist das? Kann ich das auch nicht aufsammeln? Das ist doch eine Rüstung, warum kann ich nicht reinspringen? Ich hasse euch. Okay, das war also sowas wie ein Geheimgang, nehme ich, tippe ich mal. So. Okay, wartet, hier ist noch... Also, das habe ich hier schon. Kisu, was hast du da? Also, Kisu zeigt mir an, dass er hier noch etwas hat. Nee, hast du nicht, Kisu? Du hast nichts mehr. Oder? Nee, hast du nichts mehr? Ja, ich... Ja, Kisu geht. Ich muss zurück. Ich muss hier kämpfen oder so. Also Kisu, du passt jetzt auf mich mal so auf und guckst guckst und bleibst einfach mal sitzen. Okay, ich glaube, ich muss los. Du wartest hier, Kisu? Ja, verstehst du mich? Ja, tust du das? Tust du das? Und mach ja keinen Mist. Ich meine Ärger. Den Satz kenne ich schon, glaube ich, in- und auswendig von Kisu. So. Schlaf gut, Kisu. Und lauf nicht weg. Oh Gott. Was ist denn hier los? Was ist das Grüne und das Weiße? Ist das irgendwie ein Fehler hier im Spiel oder so? Och Gottchen. Ein Kolosseum und so ein weißes irgendwas. Gott, tut das in den Augen weh. Verehrte Damen und Herren, was? Was? In wenigen Minuten ist es soweit. Werden Sie Zeugen des Kampfes um Leben und Tod? Aus dem fernen Pandoria kommt wer? Der Vollstrecker des Bösen, der Verkörperung der dunklen Macht, tralala, der begnadete Meister des Infernos, Vigo und der Unzerstörbare. Ach, Vigo, der... Ach. Was ist das für ein Traktor? Der ist doch ohne seinen Wagen nichts. Ja, was jetzt? Und hier der Herausforderer. Hey Leute, was geht? X-Rack der Versa... Was? Wieso Versa... Ich hasse euch. Jetzt hört doch auf, mit irgendeiner Scheiße hier rumzuschmeißen. Mit irgendwelchen verfaulten Bananen. Gut zu wissen, dass die Zuschauer zu mir halten. Ja, nee, ist klar. Irgendwie erinnert mich diese Szene an die Arena der besessenen Reinigungsdamen. Was? Und ich scheine der Putzlappen zu sein. Oh Gott. Das war's denn wohl. Ach, sei ruhig, wir schaffen das schon. Ich hasse ihn. Der Kampf kann beginnen. Hier, verbiss dich. Haha, ich habe deinen Punkt abgezogen. Lass mich. Was? Hier. Lasst mich. Scheiße, die Zuschauer. Was? Die Zuschauer können mir nur einen Schaden hinzufügen. Spinnt ihr? So. Nein. Ich verstecke mich hier. Was ist das? Ein Stein? Keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall kann er da nicht durch. So, wenn er jetzt hier mal feststeckt, knall ich ihm hier so ein paar Sachen ein. Zuerst mal Zora Zottelzops Feuerhölle. Hier. Eins. Und jetzt schacke ich dir nochmal etwas anderes rein. So, hier. Hitzelitz! Haha! Oh! Ich hasse dich. Ich hasse dich, 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 ich hasse dich. Hier! Hitzeblitz. Da. Und jetzt hier mal das. Und jetzt mal das. Hier, Schlammbombe, ja, können wir hier mal. Ach, wieso geht das jetzt nicht? Jetzt aber. Hier, Schlammbombe! Schlammbomben! Komm! Scheiße, ich muss mich schneller aufladen. Ich glaube, gleich kommt irgendwas Heftiges oder so. La 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 la. Da! Was? Wieso verpisse ich ihn? Nein, ich verpisse ihn nicht. Hier. Da! Drecksack! So, ich benutze jetzt einmal... Was nehme ich hier? Was nehme ich hier? Erst einmal... Was? Hundekuchen? Nein. Kisu ist ja nicht da. Ich heile mich mal mit dem Blatt, weil ich habe ja nicht so viele HPs verloren. Ach, heie. So, hat dieser Boss überhaupt sowas wie eine Taktik oder so? Oder muss ich ihn einfach nur runterkloppen? Eins, zwei, drei. Letzte Chance. Vorbei! Da. Oh, ich habe ihm einige Punkte abgezogen.
Anscheinend muss ich ihn von hinten erwischen. Nein! Da. Ein Punkt! Sag einmal, spinnt ihr? Ein Punkt hier, Friss. Ich hasse dich. Da. Ja, ich hasse dich. Verstehst du's? Ich hasse dich! Da. Sei einfach knallfroschig. Ich hasse dich. Ja, fahr ruhig gegen eine Mauer. Es macht mir nichts aus. Hier. Da. Ein Punkt. Was ist das mit dem einen Punkt? Sag mal, spinnt ihr? Ja, jetzt schnell aufladen. Wieder werfen. Ich hasse dich. Was soll ich? Ah! Scheiße, okay. Ich heile mich mal. Kannst mir nichts, während ich mich heile. Guckt euch an, er fährt weg. Mit seinem Traktor. Ja. Ihr scheiß Publikum. Dass er es dieser Welt werfen können, es ist ungeheuerlich. Stellt euch mal vor, zu Zeiten von Caesar sind da Gladiatoren mit Löwen im Kolosseum. Was machen die Zuschauer? Sie werfen mit Eiern und verfolgten Bananen. Hier. Da, ich hasse dich. Ich hasse dich einfach. Es ist so. Wartet mal, ich hab hier... Wow! Ich hasse dich, weißt du das? Ich hasse dich! Na! Pff, das war jetzt klar, ne? Hier. Viele Punkte. Okay, ich muss ihn von hinten treffen. Ich hab's gecheckt. Gut, ich hab's gecheckt. Ich muss ihn von hinten treffen. Ja, ist irgendwo klar. Es ist irgendwo klar, nur... Ach, weißt du... Boah. Komm. Len! Na komm. Komm. Komm, Schaka. Okay, 0 Punkte. Okay, deswegen sind es 0 Punkte, weil ich ihn... Bewerft ihn, nicht mich. Ich kann nichts dafür. Ich bin klein und ein Kind. Und ihr solltet euch schämen, überhaupt ein Kind mit Bananen und dergleichen hier zu bewerfen. Das ist doch unerhört. Lass mich, scheiß Boomerang. Ich hasse dich. Komm, wirf du mit deinem, komm, du noch. Das willst nur durch, du. Boah, ich habe ihn verfehlt. Okay. Nein. Kann man diesen Scheiß hier überhaupt ausweichen? Ich meine, hallo. Ich verliere so ein bisschen die Geduld. Ja, das ist einfach kacke irgendwo. Ich gehe weg. Was war das? Wo schmeißt er mit seiner Gabel hin? Komm. So, ich mach's jetzt ganz einfach mit dir. Nee, Schaka. Ich fahr noch dort. Warum gehst du weg? Ja. Ha. Mach. Na. Hier. Ha. 224. Komm, jetzt wenn du jetzt hier rüberkommst, dann knall ich dir wieder eine von hinten rein. Lalalala. Jetzt. Da. Okay, dieser Ton, den ich hier höre, dieses Blip, heißt anscheinend, dass ich ihn ja von hinten so getroffen habe und dass er mich mal kann. So ungefähr sieht die Theorie von mir aus. Hier. Ach Gottchen. Na ja, gut, immerhin 5 Punkte. Meine Güte. Nein! Ja, was ist mit euch? Ich hasse euch. Also echt, ist ja nicht blöd. Ich hasse euch. Da! Egal. So. Hier. 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 Ich hasse euch einfach. Also ich hasse dich. Ich hasse euch, ihn, euch alle. Na. Hier. Da. Haha.
Ich sollte mich gleich heilen oder so. So. Na komm schon, fahr. Ja, du scheiß Gabel. Hier. Oh, was ist? Ha, ich habe ihn besiegt. Ha, okay, das ging jetzt eigentlich. Du erhältst 1000 Juwelen. Haben wir auch ein Level Up oder so? Ich weiß nicht, unsere HP sind wieder voll. X-Ray hat gewonnen und zur Feier schieße ich einen Pfeil ins Publikum. Herzlichen Glückwunsch, wir haben dich unterschätzt. Ja, das habt ihr, ihr seid hässlich. Nimm diese Schwert als Belohnung. Der, was? Achentöt, was stand da? Dankeschön. Achso, das bin ich. Aber, können Sie mir eigentlich sagen, wo ich eigentlich bin und warum ich überhaupt hier bin? Wie komme ich zurück nach Großastheim? Die Antworten findest du westlich vom großen Fluss. Dort befinden sich die Juwelenaugen der Hundestatue. Mit deren Kraft der Juwelen kann dich unser König zurück nach Großastheim bringen. Juwelenaugen? Okay, warum nicht? Und das ist hier in... Das ist hier wirklich mein Hund. Und heilig ist er schon gar nicht. Sorry, Kitsu. Unser König sagt, dass die Statue mächtige Kräfte hat. Und nur die Augen können diese Kräfte aktivieren. Wir brauchen jemanden mit deinen Fähigkeiten, um die Juwelenaugen der Statue zu finden. Tja, wie sagte L. Cooper in Fliegende Augäpfel im Supermarkt? Ich werde diese Augen finden und wenn ich Annabelle beide Ohren verliere. Was für ein doofer Satz. Auf geht's, Kisu! So, wir haben jetzt ein Schwert. Och, was sind das denn wieder für Tölpel? Hast du die Diamantenaugen schon gefunden, Nummer 2? Was für Nummer 2? Noch nicht, Meister. Doch ich habe den Abenteurern in der Stadt am Fluss eine Belohnung geboten. Was? Du lässt diese zurückgebliebenen Bauerntölpel nach den Juwelen suchen? Diese Mission ist äußerst wichtig. Und nicht vom Tumben, was... Proletariat bewältigen. Wir brauchen einen Helden. Sie mögen nicht schlau sein, doch sie kennen die Gegend ganz gut. Oder ganz genau, meinetwegen. Dieser Junge sucht nach den Juwelenaugen. Wenn er sie findet, wird er etwas Nettes erleben. Ja, hallo, weiter. Wir hatten schon einmal Probleme mit diesem kleinen Störrefried Nummer 2. Was? Sorg dafür, dass es nicht noch einmal passiert. Und halte diesen Hektor von der anderen Flussseite da heraus. Also irgendwie kommt mir das so vor, also es kommt mir so vor wie dieser Professor und dieser Typ, den wir am Anfang gesehen haben. Ich glaube, wir haben alles hier erledigt, Kisu. Hinter der Wüste erwartet Krotzkrübel auf uns und wir sollten dort den Fluss überqueren. Ach, okay, das ist dann wieder im Süden, ne? Und dann können wir weiter nach den Juwelen suchen. Oh, okay. Krotzkrübel. Krotzkrümel. Kisu. Hier für dich. Hühnerfutter. Es schmeckt wunderbar. Ach so, okay, wartet mal, was ich mir hier so auffällt. Schön deutsch. Hier war doch der Stein, ganz genau. Ich konnte hier doch in meinem Inventar gucken, was ich hier überhaupt habe. Beutel. Ganz genau. Das heißt, ich musste mir hier gar nichts mal aussuchen. Also, ich musste mir das gar nicht aufschreiben, meine ich. Okay, dieses Herumgedingse geht hier weiter. Dieses Herumge... Was? Nein! Zurück. Ich wollte nämlich diese Dame, was? Nicht nach oben. Okay, ich muss nach unten. Ich hab's gecheckt. Hier unten müsste jetzt irgendwo diese Dame mit diesen Seidentüchern sein. Du willst Perlen? Nein. Ich will nicht. Ich wollte Seide. Die hatte doch Seide, oder? Nein. Wo war denn diese Seide? Die war doch jetzt hier, oder? Ja. Pro Tuch verlange ich 3 Perlen. Okay, ich habe nicht genügend Perlen.
Du willst Perlen? Für mich nur 10 Juwelen pro Stück gehören sie dir. Ja, ja. Mach schnell, kaufe. Machen wir 5 Perlen. So, kaufen wir jetzt bei der hier Seidentücher. Okay, ich habe jetzt 2 Seidentücher. Und damit müsste ich jetzt eigentlich zu diesem komischen Klotz dort nach oben und zugucken, wie er diese ganze Kacke hier hebt. Ja, diesen Stein hier. Moment. Ach so. Scheiße, zurück. Ja, zeig mir, Erwin, was du drauf hast. Ja? Räum den Weg frei, jetzt geht's los. Okay. Wetten, der stellt damit irgendwas an. Ich kann nichts sehen. Ich habe jetzt nichts gesehen. Was? Ich hab das jetzt wirklich nicht gesehen? Ich habe das Ding jetzt nicht gesehen. Was hat er denn gemacht? Hat er das in die Luft geworfen? Also bei mir war der Bildschirm mal wieder schwarz. Und ich habe nur Bahnhof gesehen. Schaka, was hat er denn damit gemacht? Hallo? Ach so, kann ich hier rein? Verschlossen. Nein, da war doch davor dieser Soldat. Müsste da nicht irgendwo irgendwas sein? Wartet. Okay, nee, das habe ich hier schon anscheinend hier aufgehoben und so. Also, das ist jetzt aber verdächtig so ein bisschen. Also... Sorry, wenn er diesen Stein geworfen hat, also was ich mal annehme, weil ich habe es wirklich nicht sehen können, dann muss dieser Stein doch irgendwo landen. Und vielleicht macht dieser Stein irgendwie ein Loch oder so und dann können wir irgendwo hin oder so. Also das ist noch so ein bisschen Schacker für mich. So ein bisschen, bisschen unüberdacht. Wie komme ich hier rüber? Gar nicht. Huhn, was hast du mir zu sagen? Also ich habe ja auch gehört, dass es hier auch irgendwelche schönen Sachen gibt, die man hier am Markt bekommen kann. Ja, nur die Frage ist, ob ich hier überhaupt irgendwas brauche. Ich denke mir, ich komme mit meinen eigenen Waffen prima zurecht. Okay, was ist jetzt mit diesem Stein? Hat er jetzt irgendwo hier ein Loch gemacht oder so? Wisst ihr was? Überhaupt mache ich jetzt mal an dieser Stelle einen Cut. Ich informiere mich, ob ich hier irgendwas mit dem Stein hier irgendwas überhaupt machen kann. Also irgendwo muss er ja hier ein Loch sein. Damit das LP sich auch nicht in die Länge zieht, mache ich hier einfach an dieser Stelle einen Cut. Informiere mich über diesen Stein. Und dann machen wir uns auf den Weg in den Süden dann wieder. Bis dann.